Sie sind hier, 2. September 2018, 23.54 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Serena Williams bezwang Kaia Kanepi in 3 Sätzen. Urheberrecht Getty Images. Serena Williams triumphiert im Achtelfinale der US Open über Kaia Kanepi. Ihr zweite Satz bereitet ihr Mühe. Im Viertelfinale wartet Karolina Pliskova. Serena Williams, 36, hat trotz des ersten Satzverlustes im Turnier das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Die 23-malige Grand Slam-Siegerin aus den USA setzte sich nach einem Blitzstart und einer anschließenden Schwächephase gegen die Estin Kaia Kanepi 6:0, 4:6, 6:3 durch. Kanepi hatte in der ersten Runde die topgesetzte Simona Halep, Rumänien, aus dem Turnier geworfen. Williams mit schnellem Satzgewinn. Williams ließ ihrer 3 Jahre jüngeren Gegnerin zu Beginn keine Chance. Nach dem ersten Satz sah es nach einem weiteren Sieg im Schnelldurchgang für die langjährige Nummer 1 der Tenniswelt aus. Bereits gegen Magdalinette aus Polen, 6:4, 6:0, die Hamburgerin Carina Witthöft, 6:2, 6:2, und ihre Schwester Venus, 6:1, 6:2, hatte Serena Williams ihre Form unter Beweis gestellt. Ergebnisse US Open. Doch Kanepi kämpfte sich zurück, erst nach 1 Uhr 37 Stunden mit 18 Assen und insgesamt 47 Gewinnschlägen verwandelte Williams ihren ersten Matchball. Sie nimmt damit ihren 24. Grand Slam-Titel ins Visier, mit dem sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen würde. Williams gegen Pliskova im Viertelfinale am Dienstag trifft Williams auf die Tschechin Karolina Pliskova, die vor 2 Jahren im Finale von New York gegen Angelique Kerber, Kiel, verloren hatte. Pliskova besiegte im Achtelfinale Ashley Barty mit 6:4, 6:4, in Flushing Meadows hat Williams 2014 ihren bislang letzten von insgesamt 6 Siegen gefeiert. Im vergangenen Jahr fehlte sie wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia im März im kalifornischen Indian Wells, war sie auf die Tour zurückgekehrt. Von Sportinformationsdienst.